Das habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, mein kleiner Bruder ist in meinem Netflix drin. Hi, ich bin Swantje und ich zeige euch heute das Letzte auf meinem Handy. Meine letzte WhatsApp-Nachricht hat mir meine beste Freundin geschickt. Die wusste, dass ich meine letzte WhatsApp-Nachricht vorlesen muss. Und dann hat sie mir einen dummen Anmachspruch geschickt, der heißt: Ich bin Möbelpacker, kann ich dir beim Ausziehen helfen? Ich liebe True Crime, auch wenn ich dadurch sehr paranoid werde, höre ich es mir trotzdem an. Es ist wie eine Sucht. Und mein Lieblingspodcast momentan ist Weird Crimes von Ines Anjuli und Vis-a-vis. Den mag ich sehr, sehr gerne, weil der nicht nur gruselig ist, sondern auch lustig. Und sonst mag ich Mord auf Ex und auch Zeitverbrechen von Zeit Online sind sehr spannende Podcasts. Aber hört sie euch nicht abends an, weil ja, dann kann man nicht schlafen. Ich habe nur diesen einen Wecker, 6.15 Uhr, und ich drücke dann noch 10-mal auf Snooze, aber um 6.35 Uhr bin ich, glaube ich, ungefähr aufgestanden, weil wenn da einmal klingelt, kann ich nicht mal einschlafen, weil ich richtig innerlichen Stress bekomme, dass ich komplett durchschlafe. Das letzte Bild auf meinem Handy ist Angela Merkel, die aus dem Audi A8 steigt, mit dem wir gerade hergefahren sind. Meine Lieblings-App ist jede App, wo man Essen bestellen kann. Lieferando, Volt, solche Sachen. Ich möchte der App chess.com ein Shoutout geben, weil man damit super Schach spielen kann. Spielst du Schach? Nee, aber ich find's cool, wenn man Schach spielt. Und ich, also mein Freund spielt Schach und deshalb habe ich damit jetzt auch ein bisschen angefangen. Und man kann das halt nebenbei immer so ein bisschen machen, dann ist so ein bisschen Gehirnjogging und die Zeit verfliegt, je nachdem, wie gut die Züge sind. Bei mir dauert es meistens nur 2 Minuten, dann bin ich raus. Aber ich probiere es. Meine meistgenutzten 5 Emojis ist der Tränen lacht, dann das rote Herz, dann der mit den 3 Herzchen um sein Gesicht rum. Dann der lacht und dann dieser Mond, der so guckt. Noch nie benutzt. Ich glaube, ich benutze diese Gesichter ganz wenig, wo man auch die Haarfarben und so verändern kann. Die benutze ich eigentlich gar nicht. Und ich benutze auch sehr, sehr wenige Flaggen. Ja, ich glaube, das sind so die ich nie benutze. Der letzte Song, den ich auf Spotify gehört habe. Eigentlich höre ich die Musik nicht, aber es ist No Roots von Alice Merton, weil das gestern im Taxi im Radio kam und dann hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm. Und ich dachte, wenn ich es einmal höre, geht es vielleicht wieder weg. Zuletzt geguckt. Das habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, mein kleiner Bruder ist in meinem Netflix drin, weil die Serie habe ich nicht geguckt. Aber die letzte Show, die ich geguckt habe, war auf jeden Fall Squid Game. Meine letzte Direct Message auf Insta, sehe ich gerade, ist von einer anderen guten Freundin. Sie hat einfach nur geschrieben, aua. Ich weiß gerade nicht genau, warum. Mein Manager, MF Management, natürlich. Und meiner besten Freundin Sarina Novak und meinem Bruder Linus Jasper. Den letzten Tab, den ich offen hatte, sind Haarpin Curl Clips, den mir die liebe Make-up-Artistin empfohlen hat, damit meine Haare nicht immer so abstehen, wie jetzt gerade zum Beispiel. Ganz schön privat hier. Die letzte Notiz, die ich gemacht habe, ist für meine neue Wohnung. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich noch Pampasgras kaufen muss. Ich habe noch nie Tinder oder ähnliche Dating-Apps benutzt, weil auf Instagram sind schon genug gruselige Typen. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier könnt ihr übrigens die Glamour abonnieren und hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen.